Die wahrscheinlich meistgestellte Frage dieser Tage ist: Und hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Was sagt das eigentlich über Weihnachten aus? Darum geht es heute bei So und So gesehen. Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, ob Weihnachtsmärkte in Berlin wirklich nicht mehr Weihnachtsmärkte heißen dürfen. Mehrere große deutsche Zeitungen berichteten darüber, dass Weihnachtsmärkte in Berlin-Kreuzberg nur noch Wintermärkte heißen dürften, angeblich aus Rücksicht vor Andersgläubigen. Die Meldung fiel bei vielen selbsterklärten Verteidigern des Abendlandes auf fruchtbaren Boden. In den sozialen Netzwerken und Blogs wurde dieser angebliche Beweis für die Opferung abendländischer Kultur und Werte auf dem Altar der politischen Korrektheit ausführlich diskutiert. Dumm nur, dass es dieses Verbot in der beschriebenen Form gar nicht gibt. Noch dümmer, dass die Grundlage dieser Falschmeldung eher das genaue Gegenteil einer Bevorzugung von Andersgläubigen darstellt. Der Beschluss, auf den sich der ganze Rummel bezieht, lautet wie folgt. Das Bezirksamt verständigt sich darauf, dass grundsätzlich keine Genehmigungen für Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften zur Selbstdarstellung im öffentlichen Raum erteilt werden. Mal völlig abgesehen davon, dass es sich dabei um einen Beschluss von 2007 handelt, bezog sich dieser auch überhaupt nicht auf Weihnachtsmärkte, sondern auf öffentliches Fastenbrechen während des Ramadan. Dieses sollte statt Ramadanfest lieber Sommerfest heißen. Es kann also mitnichten die Rede davon sein, dass christliche Veranstaltungen dem Multikulti-Wahn geopfert werden. Vielmehr verweigert man es den Muslimen, ihre Religion in der Öffentlichkeit auszuleben. Aber klar, das macht ja auch viel mehr Sinn, wenn das in irgendwelchen Hinterhofmoscheen stattfindet. Da läuft man dann auch nicht Gefahr, ins Gespräch zu kommen und kann viel besser Angst vor dem Unbekannten haben. Aber wie kamen die Zeitungen auf die Idee, Weihnachtsmärkten könnte es verboten werden, sich Weihnachtsmarkt zu nennen? Tatsächlich gibt es Weihnachtsmärkte, die Wintermarkt heißen, allerdings heißen die aus völlig freien Stücken, so wie die Veranstalter selber sagen. In einer Debatte um den oben genannten Beschluss fragte das CDU-Mitglied Timur Hussein allerdings, ob, wenn Ramadan nicht Ramadan heißen dürfte, das nicht auch für Weihnachtsmärkte gelten müsste. Die interessante Antwort: Nein, gilt es nicht. Dabei handelt es sich nämlich sowieso eher um kommerzielle Veranstaltungen und nicht um religiöse Selbstdarstellungen. Das wirft doch die interessante Frage auf: Wie christlich ist Weihnachten bei uns eigentlich noch? Ich meine, wenn man mal überlegt, dass laut Umfragen 57% der Deutschen von sich selber sagen, sie seien nicht religiös und es trotzdem schwerfällt, im eigenen Bekanntenkreis Menschen zu finden, die Weihnachten nicht feiern, dann muss man sich fragen, wie viel Religion in dem Fest eigentlich noch drinsteckt. Und auch, wenn man in die Öffentlichkeit schaut, gewinnt man eher den Eindruck, es handle sich um ein reines Konsumfest und nicht um etwas Religiöses. Gut, jetzt könnte man argumentieren, dass die Kirchen an Weihnachten so voll sind wie nie. Na, allerdings sind sie halt auch den Rest des Jahres gehend leer. Und obwohl immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, ist nicht zu beobachten, dass sie aufhören, Weihnachten zu feiern. Aber vielleicht ist Weihnachten mittlerweile auch mehr als nur ein religiöses Fest. Für viele Menschen ist es eine Zeit der Ruhe und Besinnung, eine Zeit, in der man sich mit seinen Liebsten zusammenfindet und ja, eine Zeit, in der man sich beschenkt. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Und auch die christlichen Werte kommen an Weihnachten nicht zu kurz. Immerhin ist es ja nicht nur für den Einzelhandel die umsatzstärkste Zeit des Jahres, sondern auch für die Wohltätigkeitsorganisationen. Dass die Wurzeln von Weihnachten und den weihnachtlichen Bräuchen nicht alle unbedingt christlich sind, zeigt auch Mirko in seinem Video Die Wahrheit über Weihnachten. Schaut euch das mal an, das ist ganz spannend und den Link dazu habe ich euch in die Endcard gepackt. Und jetzt, was denkt ihr? Hat Weihnachten bei uns noch viel mit christlichen Werten zu tun? Wie verbringt ihr das Fest und könntet ihr euch Weihnachten ohne Geschenke vorstellen? Diskutiert in den Comments, aber erzählt euch nichts vom Weihnachtsmann. Ich bin der Ben, das wäre So und So gesehen und ich wünsche euch und euren Lieben ein frohes Fest, egal wie ihr es feiert.